Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge Red Dead Redemption 2. Ja, wir haben Sonntag und mir wurde gestern etwas zugetragen. Also, es gibt in diesem Spiel quasi einen Vampir in Saint-Denis. Da sind wir gerade. Ich mache kurz mal die Karte auf. So, und das Ganze ist quasi so, dass es 5 verschiedene Hinweise gibt und dann gibt es da diesen Vampir. In dieser Folge werden wir diesen Vampir suchen, finden. Ja, was werden wir dann mit ihm machen? Oh, und die erste Location quasi habe ich mir hier gerade auf der Karte markiert. Die soll sein im Nordwesten gegenüber des großen Saloons auf der anderen Straßenseite. Wen haben wir denn hier? Da lassen wir uns mal nicht von beeindrucken. Ich weiß nicht, ob es nur nachts... was ist das denn für ein Gebäude da unten? Ach, guck mal, da steht es sogar schon. Was steht denn da jetzt? I drink. Guck mal, wir können es sogar untersuchen. So, was haben wir denn da? I drink from the maiden and I live again in the dead. The heart of the ring of blood. Okay, so, und jetzt haben wir da quasi ein Stück auf der Karte, das wir uns angucken können, oder was? Dann drücke ich mal so und dann, Ich glaube, dieses eine Gebäude ist sehr markant. Also ich habe ja quasi eine Karte noch in der CD-Hülle, weil ich das Spiel ja physisch habe. Die könnte ich mir quasi holen und das raussuchen. Mal sehen. Die zweite Location soll bei dem Trapper sein, habe ich gerade rausgefunden. Ich denke, ich werde das Ganze... Oh, die sehen aber gut aus hier. Die lungern da ja rum, ey. Meine Fresse, es riecht nach Schlägerei. So, hier haben wir noch einen Kopf. Alles klar. So, hier in der Gegend müsste das... Oh, nee, ich bin noch gar nicht da. Morning, mister. Excuse me, madam, behind you. Good morning, sir. Guck mal, wie freundlich wir sind. Alles klar, Saint-Denis Market, Open Daily. Hier muss es irgendwo sein. Morning, friend. Ich glaube, das Gebäude da unten, was wir da links auf der Karte sehen, wo ich quasi jetzt drauf zu gucke, da, diese Straße, das sieht mir schon danach aus, als ob wir hier richtig wären, aber irgendwo hier muss es sein. Haben wir eigentlich irgendwas dabei? Entschuldigung, wir können ja mal gerade gucken. Wow, die Fälle sehen ja echt gut aus, ey. Bekleidungssets. Mütze, legendärer Bär, Fell eines legendären Bären. 3? Das kann ich machen. Lol. Fell eines legendären Bären. Ja, lol, krass. Ich hatte das irgendwann mal im Lager abgelegt und ich dachte, das wäre weg. Das ist natürlich krass. Das ist natürlich krass. Dann hat man das ja doch wieder am Start. Wir beschäftigen uns also weiter mit der Suche nach dem Vampir. Ja, das muss hier irgendwo sein. Ich sehe es allerdings nicht. Diese Mütze, ey, wie die aussieht. Bis hier rüber. Oh. Okay, wir können hier durch. Dubois. Jose Wines and Liggers. Ach, hier, guck. Das ist jetzt in grün. In grün. In rot. The blood of the life circle has begun. I feed again. The blood of life, the circle has begun. Alles klar. Dann gehen wir mal direkt zum nächsten Punkt und gucken mal auf der Karte, wo das sein könnte. Natürlich hole ich mir das alles aus dem Internet. Ich habe natürlich keinen Bock, hier so lange rumzusuchen.
Aber ich möchte schon zeigen, wo es das Ganze hier gibt. Und ich möchte natürlich auch sehen, was passiert mit diesem Vampir. Ich weiß auch gar nicht, was wir mit dem Vampir machen müssen sollen. Electric Work, all kinds. So. Wo könnte es... Da ist es. Jawohl, Alter. Mysteriöse Nachricht. Und was steht jetzt drin? With one long kiss, I draw the life from her and await the outpost of advancing day. Da unten dieses runde Dingen? Hm. Alles klar, Friends. Wir gucken auf der Karte wieder nach, was abgeht. Gar nicht so weit von hier. Gar nicht so weit von hier. Ja, ist sehr gut. Na, und dann werden wir mal gucken, dass wir den Vampir dann mal ein bisschen... Ja, ich weiß gar nicht, wie gesagt, was wir mit dem Kollegen machen sollen. Ich schätze mal, ne, wenn wir auf einen Vampir treffen, will der gute Kollege uns einfach nur aussaugen und wir müssen gegen ihn kämpfen. Also ich werde definitiv den Finger am Trigger haben. The itchy tricky figure diggers. Ja. So sehe ich jetzt hier ehrlich gesagt nichts. Ich weiß nicht, ob es in weiß geschrieben ist oder in rot. Gucken wir mal hier so rum. Nee. Sieht nicht danach aus, als ob hier irgendwas wäre. Hä? Doch, da! Mysteriöse Nachricht. Nur untersuchen. Komm, schreib. Ich will lesen. Voll die coole Schrift irgendwie. Oh, sweetest of names. May your blood remain forever on my lips. Six, there will before the lust is sated. Okay. Craziness. Dann hätten wir jetzt quasi den letzten Punkt. Wenn mich nicht alles täuscht. Und dann gucken wir mal, ob wir an dem Ort schon irgendwas finden. Der Vampir wird definitiv nicht am Tage auftauchen. So, wir gucken mal, was auf der Karte ein schwarzes X erscheinen sollte. Und das Ganze sollte sein, gegenüber von einem General Store in einer dunklen Gasse. Könnte quasi hier sein. Aber das ist definitiv eine Dark Alley hier. Naja, was soll's. Wir wollen mal gucken. Wir haben das Ganze jetzt erstmal so erledigt. Und ich warte jetzt erstmal ab, bis es Nacht wird. Und dann gucken wir mal, ob da einfach ein schwarzes X auf der Karte erscheint. Nicht wahr? So. Und dann würde ich sagen, gucken wir doch mal bei Dutch vorbei, ne? Sheriff Gray hat Dutch und dich gebeten, zurückzukehren und euch mit ihm zu treffen. Bis gleich. Okay, komm, wir gehen mal rein. Und das Ganze heißt... And here is my dear friend, Arthur Callahan. Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry. Sheriff Gray. How are you doing, sir? I'm fine. Tough business you boys had. We did? Oh, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. Life can be tough. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that. But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. Oh, that's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Whoa. Excuse me a moment. Besoffener Sheriff, Alter. I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though. And it is cost in this county its good name. And the state a whole lot of income.
You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta set me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Schon, ja. Arthur, you ride with the deputy. Bill and I will follow. Alles klar. Also, wir sind Hilfs-Sheriffs und wir werden jetzt ein paar Moonshiner. Archibald, how are you? Moonshiner in das Handwerk legen, sagen wir mal so. Dann gehen wir mal mit den anderen mit, ne? I said this place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in 78. I will handle this. Well, the way I see it. Actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Alles klar, okay. Was sollen wir hier? Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? We'll take the left. Let's stop. Hilf Bill, die Schwarzbrenner bewusstlos zu schlagen, ohne entdeckt zu werden. Alles klar. Remember what he said. We need them alive. We need them alive. Let's just knock them out and then tie them up. Got it. Deputy Williamson. See one by the bridge over there? Ja, ja, ich gehe ja schon hin. Ich gehe ja schon hin. Schleichen wir uns also an. Au, er patrouilliert hier. Okay, der eine Dude ist schon am Start. Ja, der wartet da auf mich. Wo ist er denn? Da vorne. Auf dem... Nee. Doch, er ist auf der Kutsche, ne? Was macht der da? Wir schicken Bill. Wir schicken Bill. Gucken wir uns das Ganze mal an. Nett gemacht. Nett gemacht. Und jetzt? Was macht er jetzt mit ihm? Boah, alter Schwede. Hier ist natürlich nur ein bisschen Alkohol drauf, ne? Was zur Hölle? Okay, gut. Das heißt also, dass wir den letzten Kollegen hier auch noch ausschalten müssen. Ich dachte eigentlich, dass die anderen das jetzt machen würden. Aber egal, was soll's. Ach so. Na gut. Alter, da sind wir natürlich hier Metal Gear Solid mäßig heftig unterwegs, ne? Gerade. Wir übernehmen quasi das ganze Camp hier, ohne dass irgendeiner was mitkriegt. Legen es lahm. Und nehmen alle Moonshiner einfach mit. Ausschalten. Fesseln. Aufheben. Und den Kollegen zum Wagen tragen. Naja. Spektakulär ist jetzt, sag ich mal, was anderes. Aber gut. Wir sind natürlich jetzt, wenn ich es ehrlich betrachte, sind wir jetzt Hilfs-Sheriffs. Oder was? Beim Wagen ablegen. Add him to the pile. Puff. And now? Well, what do we do now? We better destroy all this. Any of your boys can handle explosives? Sure. Anyone but him. Oh,
Bringe Dynamit an einer Brennerei an. Okay. Benutze L1, um das Waffenrad, Blasülz, Dynamit. Bringe Dynamit an der Brennerei an. Wo ist die Brennerei? Ist eigentlich dieser Kessel hier im Grunde, ne? Moment mal gerade. So. Drücke R2. Oh oh. Oh Gott, der hat's wieder gelöscht. So, das muss ich mir nochmal angucken. L1 aufheben. R2. Aha. Aha. Ja, bin ich. Was ist jetzt los? Geil. Gucken wir mal. Ach, Bill ist hier vorne direkt. Oh, what's going on in here? Schalte die Lemoine-Räuber aus. Ins Gesicht. Wow, was war das denn? Auch ins Gesicht. Scheiße, was? Was schießt denn hier immer so ganz übel, ey? Einen haben wir noch oder was? Shit. Alles klar, da sind anscheinend noch mehr. Er stellt sich einfach mal direkt dahin. Okay, wir gehen auch ein bisschen weiter nach vorne. Tam, 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 tam. Schön hier hinter das Fass. Oh, den hätte ich gerne ins Gesicht geschossen. Ah, Schulter. Oh, fuck. Alter Schwede. Einfach mal durch die Büsche schießen. Gucken, ob ich da was erzielen kann. Ja. Komm schon. Scheiße, wir gehen durch. Komm schon. Stormtrooper. Richtiger Stormtrooper. Ich will ihm in den Kopf schießen, Mann. Ey, please. Ja, ich kann richtig gut mit dem Konsolenkart umgehen. Aber er schießt auch wie ein Gott, ey, wie ein Junge. Kannst du ihn bitte plündern? Danke. Okay. Sollen wir denn jetzt den Wagen mitnehmen? Ich würde ehrlich gesagt mega gerne den Wagen mitnehmen und den Wagen vertagen. Aber egal. See you over there. Haben wir hier noch irgendwas Witziges? Ich meine, hier sind ja auch noch so Hütten. Da könnten wir eventuell noch mal versuchen, wenigstens einen Blick reinzuwerfen. Tür ist auf. Plündern. Aber ansonsten... Truhe oder so habe ich nicht gesehen. Klar ist immer noch die Sache mit diesen Zigarettenbildern und so. Okay, hier ist verschlossen. Dann kämen wir mal zu Dutch zurück, ne? Jetzt hier ein bisschen was mitgenommen. Wie viel Cash haben wir eigentlich? Ich glaube, wir müssen noch so... Bummelig über 1000 müsste man noch am Start haben. $1000, ne? Okay, dann wollen wir mal gucken, was Dutch jetzt sagt. Ah. Schön durch die Pampe hier durch. So, was geht jetzt ab? Well done.
Well, forgive me, but me and my men must return to our lives. Ah, seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it for personal consumption. It's sort of part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. My cousin, Webster, he used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no-good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a piece of crap. Come on, move it. We have a life on a land so stupid, a backwater so backwards that even we are like geniuses. Bill, get this stuff out of here. Come on. Okay. You ride with me. Okay. Den haben wir also. Ah, und Dutch scheint auch einen Araber zu haben, oder was? Okay. Nö, kein Ärger, alles cool. Ja, ich würde sagen, wir reiten jetzt einfach mal nach Hause, oder was? That was worth the effort, though. Deputized and hiding in plain sight. These lawmen, these two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the young Dutch again. What do you mean, young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Ah. Yeah. Okay. You're up. That's the spirit. Okay. Okay, let's go. On my word. Set, go. Er hat natürlich jetzt auch einen Araber oder was? Das wird natürlich heftig jetzt. You never were much of a rider. We'll see about that. Okay, wir müssen hier rum. Schnell nach Hause. Mal sehen, ob wir ihn abhängen können, Mann. Ohne Scheiß. Im Moment liegen wir nach vorne. Aber ich werde mal das Tempo ein bisschen drosen. Ich werde mal versuchen, ob wir ihn irgendwie ein bisschen abdrängen können. Ha, das ist ja voll easy. Wir müssen ihn einfach immer nur ein bisschen abdrängen mit seinem Pferd. Und kommt er schon nicht mehr hinterher, oder was? So, shit, das war knapp. Hier schön durch. Wow, alles klar. Ein bisschen am Rand lang. Ah, fast noch so ein Ding umgelatscht. Junge, Junge, Junge. Aber wir haben auf jeden Fall noch genug Ausdauer in unserem Pferd, ey. Was ist denn er für ein langsamer Bench hier? Aber wahrscheinlich ist unser Pferd einfach so krass schnell. Oh, dass wir das gar nicht mitkriegen. Also ich habe es zum Beispiel jetzt schon so lange, also ich weiß nicht seit der wievielten Folge ich dieses Pferd schon habe. Aber es nützt auf jeden Fall jede Menge. So, Dutch holt schon gut auf. Unser Pferd ist schon ein bisschen in den Binsen, ey. Aber wir sind auch gleich da. Es ist schon auf jeden Fall der Weg nach Hause hier. Ins Dorf. Ins Camp. Krass, wie es gebremst hat. I never knew you were quite so good at running away, Arthur. I never knew Agent slowed you down quite so much. Well, time is a bastard. When you get to be my age, well, you'll know that better than anything. Be well. I had fun with you today. You're... I was gonna say you're like a son to me. But you're more than that. Tja, ich weiß aber nicht. Okay, das wäre dann also die Geschichte hier gewesen.
Amerikanische Destillation in Silber abgeschlossen. Nicht schlecht. Freunde, es ist immer noch helllichter Tag. Wir haben eine neue Mission, MO. Und was ich jetzt machen werde, ist, ich werde mich jetzt mal ins Bett legen. Und dann werde ich... You don't make a convincing law, man. Ja, und? Und dann werde ich mal gucken, ob mir hier ein schwarzes X auf der Karte angezeigt wird. Wir erinnern uns, am Anfang der Folge habe ich versucht, einen Vampir zu jagen. So, wollen wir mal gucken. Wir schlafen mal bis nachts 10 Stunden und dann gucken wir gleich zusammen mal auf die Karre. Ja. So, was haben wir denn hier? Ein vergiftetes Wurfmesser. Geil. Zwei vergiftete Wurfmesser. Nicht schlecht. So, es ist Nacht. Ich gucke auf die Karte. Und es ist kein schwarzes X zu sehen. Ja, sollen wir da jetzt noch hinreiten? Ich weiß nicht. Wäre auf jeden Fall viel zu heftig. Ich beende die Folge hier an dieser Stelle. Die nächste Mission kommt morgen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Tschüssikowski.